Ja, Leute, willkommen bei einer neuen Folge von 1, 2, 3, Schaa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 
ging es noch weiter, Leute. Na gut, die räumen wir nicht alle gleich hin, Leute. Leute, kommen in den Waschräumen rein, vermute ich mal. Das alte Waschbecken, das ist so ein riesiges Spinnennetz gemacht worden von jemandem. Ich sehe eine Menge alte Farbdosen, Leute, ja. Also, ich habe das Gebäude überhaupt keine Information. Ich kann nicht sagen, wie alt das ist und sowas hat. Ich glaube, nur, dass irgendwas militärisch gewesen ist. Das Gebäude, ja. Frauentreppe, die könnten auch durchnehmen. So, Leute, gehen wir zum zweiten Stock hier von diesem Gebäude. Wie ihr sehen könnt, ist vorhin noch ein Gebäude vor uns hier. Also hier kann man sich echt vieles angucken. Natürlich nervt wieder das Navi. Das muss ich auf leise stellen. Seht ihr den zweiten Stock? Können Sie, es gibt sogar einen dritten Stock. Boah, da geht es noch richtig hoch, Leute, hier. Jetzt gibt es noch einen vierten Stock. Also Leute, wenn es militärisch was gewesen ist, wo fahr ich mal hin? Da ist irgendwas am Klingeln. Schon oben komisch, wo ich davon ausgehe, dass hier was militärisch ist, weil die Räume sehen bis hier alle gleich aus. Leute, ich glaube, ich bin nicht alleine. Also Leute, ich glaube, hier ist noch irgendeiner. Vermutst du mal. Ich gehe jetzt mal ganz nach oben, aber die Räume sehen alle gleich aus. Natürlich mit verschiedenen Graffitis und so halt. Vermute mal diese ganzen Räume. Warum das benutzt als Schlafräume oder irgendwas? Genau, das kann ich dir nicht sagen. Ich werde jetzt mal noch zur Tür gehen und versuchen ganz oben zu kommen. Also ich denke mal echt, dass das alles hier gleich aussieht. Dann werde ich nachher runtergehen und diesen Tunnel mal angucken. Hier unten ist ein Hauptplatz. Dann gehen wir einfach ein Stück höher. Wenn wir jetzt oben schon gewesen sind, schau es an den Kerl nochmal an. Jetzt haben wir noch höher, Leute. Ich glaube, da gibt es besser ein Dach. Okay, hier vorne sitzt. Ich glaube, ich komme echt auf dem Dach drauf, Leute. Jo. Alter, krass. Von mir echt mit dem Blick. Gibt es hier noch ein Gebäude? Da noch ein Gebäude. Ein Gebäude. Insgesamt sehe ich hier noch drei Gebäude vor uns. Alle ziemlich groß. Es gibt auch noch ein Gebäude. Ich dachte, 1, 2, 3, 4 Gebäude gibt es noch. Krass, Leute, echt. Ja, Leute, im dritten Stock gibt es auch einen Waschraum. Also das Gebäude sieht komplett identisch aus. Von oben bis unten. Waschräume, diese großen Räume. Ich werde gemeinsam aus dem gleichen Keller gehen, den Keller angucken, von da aus mal, wie es ein Tunnel und was ist entdeckt habe.
mir angucken, Leute. Da unten dieser Tunnel, da werden wir gleich mal reingehen. Aber gehen wir erstmal wieder nach unten. Das ist schon Keller, Leute. Und ich schneide gleich bei euch, dass ich im Keller bin, wieder. So Leute, wir sind auf der anderen Seite vom Dach jetzt. Wir waren gerade eben auf der anderen Seite vom Dach. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Dach. Das Gebäude sieht genauso aus wie das hier. Gucken wir auch gleich mal hier von an, aber es ist genauso von innen aus. Vermutlich auch mal sehr stark. Da gehen wir erstmal da runter. Wie gesagt, den Keller erstmal. Das ist schon was unheimlich, wenn man allein unterwegs ist hier in diesem Ort. Da hat man vieles Geräusch. Auf jeden Fall. Bisher bin ich auf keinen getroffen. Aber es klingelt mir eben ganz komisch, was ich gehört habe. Seltsam, Leute. Da rein. Ich habe meine GoPro nicht angeschmissen. Ich denke mal, hier unten werden die Räume auch gleich aussehen, Leute. Ach du Scheiße, was ist das hier? Psch, leise! Leute, halt die Schnauze! Psch. Ich muss gleich Handy an der Stelle, Leute, was ich cool finde. Hier unten im Keller gibt es überall Gitter an diesen Fenstern halt. Das müssen wir setzen. Ich gehe jetzt hier raus und schlage jetzt den Tunnel jetzt, aber ich stelle danach vor das Handy. Na, bevor ich den Tunnel reingehe. Okay, Leute, wir sind jetzt in den Tunnel drin hier. Mal gucken, wo das hinführt. Ich schaue das jetzt ein bisschen besser mal ein. Okay, aber ich glaube, das hier ist eine Fabrik hier, die glaube ich noch genutzt wird. Leute, hier befinden wir uns wohl in die Duschräume. Das vermute ich mal mit Theatergelände. Und hier die Licht hier. Und hier die Posias. Das sind Getränke im Bett, nicht? Befindet sich außerhalb des Gebäudes hier. Kann eigentlich nur was Militärisches gewesen sein. Oder vielleicht irgendein Internat? Ich glaube eher was Militärisches. Wenn das so groß ist hier. Das ist Duschen und so. Ach du Scheiße, Leute.
denn da hier? Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hier hingehe. Sieht aus wie ein Bunker, ich habe es mal nicht gemacht. Haltungsraum kann es gewesen sein. Ach du Scheiße, gezählt, Leute. Alter, geht's auch noch runter. Ich glaube, es wäre an die Haltungsform, wie es aussieht. Das sind ja auch noch auf der Rote Sande. Das hat mir das nie. Das ist Tageslicht. Das ist auch noch runter, Leute. Ich glaube, es ist killer, um hier runterzugehen. Leute, in Bunker war es voll unheimlich. Jetzt sind wir. Okay, jetzt alles zu. Jetzt sind wir hier in einem anderen Bereich. Da ist relativ viel kaputt schon. Hier vorne gibt es noch ein Gebäude. Und gerade eben vom Dach das große Gebäude, an dem ich bin vorbeigegangen, weil ich eben gefilmt habe. Jetzt gehe ich erstmal dran vorbei. So, komm, gehst du mir hier lang. Guck sie das hier erstmal an. Aber der Bunker, ey. Das ist ein Heizungskeller oder Bunker, aber. Kann auch beides gewesen sein, war schon relativ unheimlich. Das sind eigentlich nur Ruinen hier, der Seite hier. Und hier geht es zum nächsten großen Gebäude. Ich glaube, das nehme ich mir erstmal vor. Dann gibt es noch ein Gebäude und hier noch ein Gebäude. Also ich gehe davon aus, wie ich schon eben oft erwähnt habe, dass die Gebäude alle gleich aussehen werden. Aber mal abwarten, was wir hier so finden können. Krass, Leute, hier kann man das so sehen. Das ist komplett hier schon im Arsch. Das Dach ist hier schon komplett weggebrochen. So. Da geht es schon nicht rein. Ich weiß, wie lange das Dach noch da oben hält. Das Gebäude sieht schon anders aus als so ein Tor hier. So ein Einfahrtor wahrscheinlich gewesen. Hier. Ich glaube, das sind wahrscheinlich so alte Trafoanlagen, wo früher hier Strom war, in dem Bereich hier. Hier heftig aus. Auch riesige Räume, Leute. Das sind komplett anders Gebäude. Komplett anderen Komplex hier mit anderen Räumen. Die sind zwar auch hier in dem Bereich. Alle wieder gleich aus. War schon ein neues Feeling hier.
Ich glaube, zweiten Punkt, die Schulchen war das Auspunkt heute. Ob ich ihn schaffe, muss ich gucken, Leute. Ich heute nicht viel Zeit habe. Steigen wir durch, Mann. Hier gibt es so. Ja, was ist das hier gewesen? Keine Ahnung, vielleicht bauen das Tisch hier, Mann. Okay, das war es aber auch hier. Ist schon voll krass hier, Leute. Okay, ich gehe jetzt wieder raus und gehe mal. Was höher. Diesen Gebäude jetzt, Leute. Leute, das Gebäude ist auch sehr krass aus hier. Man hört hier im Hintergrund, also hier draußen, Kindergeschreie. Das heißt, wir finden doch in der Schule oder Wohnhäuser irgendwo. Das ist wirklich so riesengroß hier. Ich weiß nicht, ob man so weit lang gehen soll, Leute. Ja, das Gebäude ist komplett anders gebaut als das andere. Ich glaube, von diesem Gebäude gibt es noch so ein zweites Gebäude. Was genauso aussehen wird hier, mit den Räumlichkeiten und so. Ist ja dunkel. Achso, okay, hier ist ein Schacht. Okay. Ich habe so viele Räume, warte. Aber diesen Räumen ist wirklich das. Nichts mehr drin. Keine Gerätschaften mehr oder irgendwas anderes. Kein Licht mehr. Halt im Prinzip nur noch dieser Rohbauzustand, kann man noch so nennen. Hier ist zum Beispiel die ganze Decke schon teilweise runtergekommen hier. Erzählen kann. Komplett hält natürlich auch nicht. Dann. Ich denke mal, es kommt einer um die Ecke geschossen. Ja. Okay, hier geht es noch hoch, Leute, und hier geht es wieder in die Dunkelheit. Hier geht es wieder runter. Jetzt hier. Nichts mehr. Ich würde sagen, geh schon mal die Treppe hoch. Ja, dann gehen wir einfach mal die Treppe hoch. Gemeinsam jetzt. Dann geht mal ganz nach oben, bevor wir uns das hier angucken. Das Dach sieht schon gut aus. Alter, da gibt es noch ein Gebäude dahinter. Krass, da sind die vielen Gebäude, ey. So groß hätte ich das mal Kletten auch nicht vorgestellt, wenn es in der Kletten gewesen ist. Was ich schon vermuten kann, Leute. Okay, hier ist ein Dachstuhl. Hier ist ja
ganz gemütlichen Dachstuhl. Also Leute, hier sieht es ein klein bisschen anders aus. Eine Etage tiefer unter dem Dachgeschoss. Das ist so ein Türrahmen aus Holz. Und die Räume sehen, wie gesagt, im ganzen Gebäude gleich aus. Vielleicht auch so ein Windrad durch. Das macht das Ganze noch ein bisschen unheimlicher. Ich bin hier ganz alleine. Ich habe noch keinen Menschen getroffen. Obwohl ich, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, so ein seltsames Klingeln gehört habe. Ich habe es mal eingebildet, keine Ahnung, Leute. Da im Hintergrund sind Kinder zu hören. Ich vermute, da ist eine Schule auf jeden Fall, wie ich eben schon erwähnt habe. Wir sind hier im zweiten Teil von diesem Gebäude. Das riesengroß, mit auf dem Dachgeschoss wieder. Und da bin ich gekommen. Da werde ich jetzt wieder gleich komplett runtergehen. Und dann zum nächsten Gebäude gehen, Leute. Weil hier ist nicht mehr viel. Die Leute befinden sich schon im dritten Gebäude. Bei dem Gebäude, wo ich reingegangen bin am Anfang. Die großen Tor für die Autos. Der ist so riesengroß, der verbindet sich über das andere Gebäude, wo ich reingehen wollte. Das heißt, ich bin jetzt vom ersten, dem zweiten, jetzt im dritten Gebäude drin schon. Das ist ein riesiges Gebäude, noch größer als das erste, wo ich ganz am Anfang gewesen bin. Die Räume sehen alle gleich aus. Kann man mal rausgucken. Hier ist noch so ein Gebäude vor uns, war auch komplett ja, leergeräumt und alles entkernt. Okay, da gehe ich jetzt nicht hoch. Das ist mir zu riskant, davon nicht hochzugehen. Weil das Dach doch schon runterkommt. Ich kann einfach runter verlassen, die Leute. Ich könnte zwar jetzt hier hoch, Leute. Aber wie ihr seht, liegen hier Balken und sowas halt. Und ja, da möchte ich nicht hochgehen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und vor allem, wenn du alleine unterwegs bist hier. An so einem Ort, wo ich gerade bin, sollte man nichts riskieren, Leute. Versuchen die Gefahren so gut wie es möglich einzuschätzen, Leute. Was ist das denn? Das Gefängnis hier raus? Gibt es so ein. Ja. Ich dachte schon irgendwie so ein Gefängniseingang. Aber hier sehen die Räume relativ gut aus. Da geht es auch noch lang. Also Leute, da kann ich ja echt schon verlaufen. Mal kann schon lang gehen, so hier. So, jetzt hat man einen Blick von draußen. Das Gebäude und hier vorne das Gebäude hier. Und da ist noch ein Gebäude. In einem dann verbunden, das heißt, ich kann komplett durch diese drei riesen Gebäude laufen. Vom ersten bis zum zweiten, dritten, vierten Stock hier. Und ich werde hier alles angucken. Das ist ein riesiges Mega Gebäude gewesen, wenn ich jetzt drin war. Wie ihr sehen könnt, hier vorne geht es noch weiter. Das ist eine Art Rundgebäude hier, kann man sagen. Es fängt von da unten an und geht hier komplett lang bis da hinten in die Ecke. Da bin ich komplett lang gegangen jetzt. Richtig krass Gebäude. So, jetzt sind wir in etwas kleineren Gebäude drin. Ich war früher mal so ein Kamin gewesen. Hier gibt es einen Kamin. Kann man noch besser den Kamin erkennen. Dann gibt es hier noch, ich schätze mal, vielleicht irgendein altes Leitungssystem.
wo auch Strom früher mal geflossen ist, wie man hier oben erkennen kann, gut. Wir können auch hier nach oben gehen. Das werden wir auch mal machen und uns mal das oben erkunden. Aber ich schätze einfach mal, es wird auch oben genauso aussehen wie hier unten. So, sind wir oben angekommen im zweiten Stock. Das Gebäude hat nur zwei Stöcke. Und hier sind, wie gesagt, überall Kaminräume. Ich denke mal, wo es dann die Personen, die hier gelebt haben, aufgehalten haben und sich im Winter gewärmt haben. Ja, jetzt sind alle gleich aus dem Zimmer. Vielleicht waren auch das hier die Schlafräume gewesen, Leute. Könnte auch sein. Ein Kamin und so, ein Schlafraum. Könnte ich mir gut vorstellen. Versuch draußen nicht irgendwie mal einen Hinweis zu finden. Was ist das hier mal? Was ist das denn? Okay. Wie gesagt, ich werde da vorne gleich draußen versuchen, irgendwann einen Hinweis herauszufinden, was das hier mal gewesen ist. Überhaupt, aber ich weiß, im Internet habe ich gesehen, das war bezeichnet als altes Vor. Von daher kann man mal ausgehen, dass es irgendwas militärisch gewesen ist. Teilweise diese Orte hier auch verpixelt, wenn man es auf Google anguckt. Man kann nur einen Teil, man kann auf Google nur das ganz große Gebäude sehen und einen Teil des Geländes verpixelt, besser gesagt. Ein Teil des Geländes, wenn man es auf Google nicht anguckt. Das ist auch so ein krasser Raum hier. So alte Balken sind hier. Ich habe eine Pfandsammlung bestehen, ich genug Pfand. Obwohl, funktioniert ja nicht, wir sind ja nicht schon in Deutschland. Man bringt das nichts, Pfand zu sammeln hier. Hier gibt es ja kein Pfandgesetz in diesem Land, wo wir uns befinden. Ja, zum nächsten Gebäude. Im Hintergrund ist das Riesengebäude, das man oben gut erkennen kann am Dach. Und hier sind wir zum nächsten Gebäude, direkt gegenüber vom kleinen Gebäude. Aber die Räumlichkeiten, die sehen auch so aus. Beziehungsweise die sehen gleich aus, denke ich mal, auf dem oberen Bereich hier. Ist auch kein Riesengebäude. Ich werde jetzt nach oben gehen. Ich muss gucken auf die Zeit, warte. Wir haben bestimmt Uhrzeit zurück sein müssen am Bahnhof. Ich muss auch im Auge behalten. Da ich noch ein paar Kilometer zum Bahnhof zurück muss. Ich glaube, es ist nur zwei Stöcke hier, das Gebäude hier. Also Leute, es gibt hier insgesamt das riesige große Gebäude, wo ich drin war, was im Grunde aus drei Gebäuden besteht. Dann gibt es hinten noch zwei kleinere Gebäude mit zwei Stockwerken. Hier gibt es zwei Ruinen, die relativ komplett Schrott sind. Ja, dann gibt es da noch weitere drei Gebäude, wo schon einen schon von drin gewesen bin. Schauen wir noch mal eins an, aber ich habe überhaupt noch keinen Hinweis gefunden, was das hier mal gewesen ist. Ja, schon krass hier. Jetzt hier kann man eine GoPro, braucht auch bald Akku, Leute. Kreuz. Da hinten gibt es Gräber von toten Soldaten. Zumindest wissen wir jetzt, was das hier mal gewesen ist. Das war ein Militärstützpunkt gewesen mal. Ich glaube, es müsste französisch sein hier. 1940, 45. Ich kann das jetzt natürlich jetzt nicht übersetzen, da ich kein Franzose bin hier. Aber hier gibt es eine Gedenktafel, vermute ich mal. Schön sehen kann, Leute, hier.
So war es mal hier so ein Militärgelände, wo, denke ich mal, Soldaten ja gelebt haben, geübt haben, trainiert haben und sich ja vorbereitet haben für gewisse Aufgaben. Hier gibt es noch so eine Statue. Das von der Zeit her müssen wir eingebaut und hinkriegen, Leute, glaube ich. Das ist so eine Statue von so einem Herrn, wie man sehen kann. Leute, hier kommen wir zu den gefallenen Gräbern. Von 1916 sogar. Am 19.05.1916. Vielleicht auch das Militärgelände so alt. Das ist ja gar nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder das Gelände ist hier aus dem Ersten Weltkrieg und wurde im Zweiten Weltkrieg auch genutzt. Das sind echt nur Leute von 1915 bis 1916 beerdigt hier. Wie ihr sehen kann. Ich vermute echt mal, dass wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg genutzt wurde, das Gelände hier, und auch im Zweiten Weltkrieg. Hier gibt es auch noch eine Tafel. Wie ihr sehen könnt, Leute, krass, von 1915 an, am 24. Mai 1915 hier. Heftig, Leute, 1916, richtig krass, Leute. Vermut mal, das war das im letzten Gebäude drin. Gut, noch war die Küche gewesen hier. Geht zumindest aus hier. So Küchenkacheln. Und hier sieht aus, ob das so. Ja. Das könnte echt Küche gewesen sein, wie man sehen kann. Sieht aus wie ein Abzughauben hier. Das war vielleicht, wo ich gerade drauf finde, die Kochseilen gewesen, die drauf gekocht haben, vom Office Militärgelände hier. Und hier war bestimmt dann die Dorfreife, wo dann hier die Soldaten mit Essen verpflegt worden hier. Und hier waren jede Menge Bänke, Stühle und sowas alles gewesen, wo dann die Angehörigen des Militärs hier Essen und Trinken zu sich genommen haben. Hier geht's in den Keller rein. Also das ist nur meine Vermutung, Leute. Das sieht für mich halt so aus. Ja, und das könnte wahrscheinlich der große Esssaal gewesen sein. Das sieht aber aus dem Totenkopf. Ja, der hat er richtig geil gemalt. Ja, sind wir auch in den Gebäude hier. Mal ganz nach oben gegangen. Von da sind wir gekommen jetzt. Riesigen Raum. Sieht auch der erste Raum aus, den wir durchgegangen sind. Schauen wir gleich schön auf den Fluss hier den Keller an, das Gebäude ist hier. Da waren früher noch riesige Fenster drin gewesen, wie man hier sehen kann. Ja, in dem Gebäude haben wir das allererste drin gewesen hier. So, Leute, sind wir im Untergeschoss des Gebäudes. Hier auch alles sehr küchenähnlich gemacht. Beziehungsweise toilettenähnlich, diesen Toiletten. Ich bin natürlich nicht allein auf dem Gelände. Ich habe schon 6-7 Personen gesehen, die auch hier rumlaufen. Ich spreche natürlich Französisch und kein Deutsch. Deswegen kann ich mich euch unterhalten. Ich hätte mal gefragt hier, ob die noch mehr Infos für das Gelände haben. Ja, das sind wahrscheinlich hier die Duschen hier, denke ich mal, gewesen hier. Hier unten im Keller. Muss man aufpassen, liegt doch Glasform und so. Das waren wahrscheinlich die warmen Wasserbäume gewesen, damit das Wasser hier erheizt wurde für die Militärangehörigen hier auf diesem Gelände. Geil ist, man kann hier einfach hier rumlaufen, Leute. Das ist so richtig krass. Hier sind so Decken noch. Schön sehen kann hier. Und das hört keinen, dass man hier rumläuft. Wie gesagt, dieser Ort ist auch zugänglich. Ich habe das schon zwei
Eingänge gefunden, wo man auf dieses Gelände kommen könnte. Da gibt es noch einen dritten und vierten Eingang, aber zwei habe ich bisher gefunden. Wir fahren sehr spannend Lost Place bisher. Was ist das denn, Leute? Wir sind hier über Rohrleitungen so. Die ist auch so ein komisches Gerät. Was anscheinend früher mal hier angekurbelt wurde. Und so ein Zahnrad ist hier drin. Ist alles verrostet hier. Das sieht ein bisschen mega aus. Da gibt es noch so eine uralte Lampe hier. Die erste Lampe, die ich auch hier sehe, den ganzen Gebäude offen gewesen bin. Ah, da ist noch eine Lampe. Ja, jetzt kommen die Lampen hier. Wahrscheinlich der Raum bei Lampen und Rohre. So Leute, ich bin jetzt im letzten Gebäude drin. Und zwar in dem Gebäude, wo ich vom ersten Gebäude eben gefilmt habe und das gezeigt habe. Das letzte Gebäude, aber es sieht genauso aus wie das erste Gebäude. Hier aus exakt genau das eben Bild wie das erste Gebäude. Vom Außen her. Ich werde schon ein bisschen umschauen, mal ganz nach oben gehen, mal alles angucken. Ich werde euch am Ende nochmal von der heutigen Tour zurückmelden und dann noch sagen, ob es noch lohnt, zu diesem Auspunkt zu gehen oder auch nicht von der Zeit her. Ich muss gucken jetzt. Vielleicht schalte ich bei euch später, sobald ich das Gebäude abgeschlossen habe, anzugucken. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht mal Zeit haben, um dieses Aussicht anzugucken, wo ich hin wollte oder auch nicht. Ja, Leute, wir befinden uns genau auf dem Dach. Gegenüber vom anderen Gebäude, auf diesem Gebäude waren wir zuerst drin gewesen, das allererste Gebäude. Sind wir hingegangen, dieses riesengroße Gebäude, der vorne ist auf so einen Mini-Bunker angeguckt und dann zwei kleinere Gebäude angeschaut. Ich werde es leider nicht verschaffen zu diesem Aussichtspunkt von der Zeit her, macht aber nichts. Dafür haben wir ein geiles Lost Place gehabt, eine alte Militärbasis gehabt, wie gesagt, eine alte Militärfort angeguckt haben. Auch wenn die Gebäude von Räumlichkeiten relativ gleich aussahen, hatten die anderen Gebäude natürlich ein bisschen unterschiedlich gehabt. Sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses zu erkunden mit euch gemeinsam, Leute. Wetter ist richtig geil. Ich gebe jetzt mal langsam zurück zum Bahnhof. Habe jetzt noch 5 Kilometer zu laufen bis zum nächsten Bahnhof. Und dann geht es für mich zurück nach Deutschland mit dem ICE. Leute, für mich war es eine große Freude, dass ihr mit dabei wart. Ich würde sagen, sehen wir uns nächstes Mal, wenn es für euch und für mich heißt. 1, 2, 3, schon! Unterwegs. Voller Power, voller Kraft und voller Energie waren wir heute mal wieder unterwegs. Und denkt dran, diesen Kanal kann man abonnieren und auch liken, Leute. Viel Spaß bei mir. Letztes Mal einen schönen Blick auf das Lost Place Gebäude, wo wir zuerst drin waren.